Hallo wieder mal, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen dunklen Runde Dark, in der wir als Profi-Pseudo-Vampir versuchen, uns unser Gedächtnis zu erhalten. Stör mich nicht in meiner Anmoderation. Ja, wir haben es geschafft, dass wir da ins Museum reinkommen und das war's dann auch schon. Darin ist richtig viel los. Ich zeig's nochmal ganz. Das nicht. Ich zeig's nochmal ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gegner sind noch da. Das heißt, wir könnten noch ganz gut leveln, falls wir alle töten wollen. Mal schauen, ob es wirklich notwendig wird. Und wir haben noch was gelernt. Und zwar. Nix. Genau, ich Idiot. Ich wollte was lernen. Hab's aber nicht, denn ich spare. Ich möchte jetzt ein wenig die klassischen Sachen aufbauen. Und zwar kann ich jetzt weiter springen. Also mit einem Schattensprung. Da. 10 Meter. Das sind circa 10 Meter. Das ist ganz gut. Oder auch normal gehen. Und ja, das war es im Großen und Ganzen schon. Die zwei stehen sich genau gegenüber. Die zwei stehen sich genau gegenüber. Du bist mir jetzt schon im Weg. Ich brauche unbedingt wieder Blut. Also ich bin da sehr verschwenderisch damit umgegangen, muss ich sagen. Aber ich glaube, dafür ist es auch da. Los, guck weg. Guck weg. Guck weg. Bitte. Ja, das ist eine Pistole. Rausgucken. Nach rechts gucken. Nee, nicht mal. Schlürfen, schlürfen, schlürfen. Leider sind es die anderen natürlich. Und es dauert halt auch sehr lang. Los in die Hocke. Dich wieder wegziehen. Ziehen, ziehen, ziehen. Ich bin eine schleifende Rolle. Jetzt nur noch 4. Habe ich vorhin jetzt 6 gezählt? Ach, da hinten noch. Da sind ja noch mehr. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Da, so. Ach, unter mir. Das jetzt am besten an. Wenn ihr einen von denen mit per Schottengriff vernichtet, dann werden die anderen rübergehen. Es sind dann alle alarmiert. Dann ist nur die Frage, wie kann ich mich nachher noch. Ich glaube, ich werde ihn nur hinten eliminieren. Andererseits könnte ich genauso gut einfach den eliminieren. Das mache ich auch. Nicht groß lang fackeln. Fackeln? Egal. Deutsch ist heute nicht so mein Problem. Ist da jemand? Mann getroffen! Mann getroffen! Stellung halten! Greife den Vampir an! Tust du nicht! Zeig! Ihr riskiert es einfach mal.
Scheiße. Komm raus, bevor die Sonne aufgeht. Verdammt, das Gott ist umgekippt. Stellung halten. Wir halten hier die Stellung. Der Vampir ist geflüchtet. Findet ihn und schaltet ihn aus. Stellung halten. Das wird gar nicht so blöd. Achtung, das könnte ein Hinterhalt werden. Bleibt hier! Psst, das soll eine Überraschung werden. Es geht nur der weg. Wir sind noch alarmiert. Ich könnte zwar wir jetzt halten töten, hier die aber Stellung. Ich möchte natürlich auch die Erfahrungspunkte kriegen. Geht der vielleicht nach oben? Achtung, das könnte ein Hinterhalt werden. Bleib. Ach, den Arm töte ich so. Wir halten hier die Stellung. Achtung, das könnte ein Hinterhalt werden. Bleibt hier! Welche Leiche hat er entdeckt? Ich hol den Blutsauger da raus! Wo bist du? Das ist eine Linie. Ach, die Linie führt zum Ziel. Okay, cool. So ein wenig Wegweiser. Super. Das kann uns schon mal viel weiterhelfen. Vieles gut. Er ist verschwunden. Sucht ihn! Entschuldigt, dass ich jetzt noch die Abklingzeit da runterlaufen los. Los, zeig dich! Das um die Ecken herum switchen, das finde ich super. Hier ist er! Beißen. Leider reagiert. Also leider reagiert man nicht ganz genau so. Was ist hier los? Ja, das frage ich mich auch. War die Tür schon die ganze Zeit offen? Komisch. Warte, da hinten waren ja auch noch welche. Eins, zwei, ganz viele. Rose, ich habe gerade einige der Einbrecher hinter mir gelassen. Offenbar suchen sie etwas. Oder jemanden. Dann hier ist soweit alles klar. Keine Anzeichen von Störungen. Ich nehme an, unsere Jungs in der Lobby würden auch nichts durchkommen lassen. Genau, sie würden nicht. Wenn sie können. Nein, ich habe nichts von der Sicherheitszentrale gehört. In Ordnung, ich mache mich auf den Weg. Ohne Worte. Da war einfach zu sehr konzentriert drauf, dass er jetzt seinen Weg findet. Und wer so viel Spaß macht. Ziehen, ziehen, ziehen. Schaut, dass man jetzt wie bei Fallout die Sachen hochheben kann. Dass man merkt, dass man ihn wirklich hat. Ich will mal kurz einen Wallhack aktivieren. Der Raum, den ich betrat, war gut gesichert. Zu gut für meinen Geschmack. So ist es. Lanzenstechen war oft ein Teil. Ey Mann, lass den verdammten Scheiß. Wir sind nicht hier, um uns Sachen im Museum anzusehen, klar? Ja, Captain, tut mir leid. Manche Schaukästen werden durch Terminals mit Bewegungsmelder aktiviert. Pass auf, das kann Gegner anlocken, okay? So wie das Radio vorhin. Das war ein Bewegungsmelderradio. Da oben ist jemand. Es geht eigentlich, oder? Warte mal.
Das ist so das Schwert aus Herr der Ringe. Eben das zerbrochene. Keine Ahnung. Oder hat es mehr Splitter? Was? Mief. Keine Ahnung. Los, noch etwas weiter. Etwas weiter. Also das Spiel hat seine Stärken und seine Schwächen. Irgendwie gefällt es mir bis jetzt. Und ich finde es vor allem witzig. Man darf es wirklich nicht ernst spielen. Finde ich zumindest. Könnte ich mich da runter? Nein. Natürlich nicht. Könnte ich den da hinten vielleicht? Da drüben Schattengriff? Du nicht? Jetzt. Was war das? Der Vampir hat sich einen von uns gekrallt! Komm raus, bevor die Sonne aufgeht! Ja, den Spruch kennen wir schon. Mist, der ist untergetaucht. Findet ihn. Los, zeig dich! Es ist buggt halt da ziemlich viel herum. Da muss man halt einfach damit leben. So, und sobald man nämlich sich an die Wand ranlehnt, ist man sofort unsichtbar. Instant. Und da ist nochmal so ein Herr der Ringe Schwert. Wo sind sie? Okay, jetzt ist da richtig was los. Und das ist ein verdammt kurzes... Also die Klingen, die so eine Fehlschärfe haben, das ist das nach dem Griff oben. Diese ungeschärfte... Also eine Fehlschärfe ist eine ungeschärfte Klinge. Das sind normalerweise Langschwerter und das ist für ein Langschwert oder für einen E-Händer viel zu kurz. Nette Idee, aber schlampig umgesetzt. Oh, verdammt. Ich schnapp mir den Blutsauger! So wie große militärische Ehre. Im Mittelalter wurde auch für das Wort Gottes. Bist du? Der Vampir ist geflohen. Hallo, ich bin Vampir gesichtet! Bewege mich in Richtung des Ziels. Lade nach, gib mir Deckung. Aber Ziel ausgemacht. Lass mich in Ruhe, hörst du? Gib mir Deckung, muss nachladen. Komm raus, bevor... So, die laufen jetzt alle da hinten hin. Das war jetzt... Also gut, der Bewegungsmelder, der hat mich jetzt definitiv erwischt. Schau! Ich wollte kurz rumspringen. Lass ihn euch! Okay, das war jetzt verhaut. Wo war jetzt der letzte Speicherpunkt? Wo bin ich? Ach, den habe ich. Okay, passt. Gut, passt. Wackelt in Tatluft. Der Raum, den ich betrat, war gut gesichert. Zu gut für meinen Geschmack. Das kennen wir schon. Hey Mann, lass den verdammten Scheiß. Wir sind nicht hier, um uns Sachen im Museum anzusehen, klar? Ja, Captain, tut mir leid. Ja, wissen wir schon. Wieder in die Hocke. Und schleichen, 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 schleichen. Aber ich finde es so schlecht, war es gar nicht. Ich meine, es war suboptimal, aber... Etwas schneller, bitte. Ich weiß, muss ich erst lernen. Habe ich aber bald. So. Da hinten, da hinten. Okay, auf die andere Seite geht's gar nicht. Also muss ich nach unten.
das war gut. Also wieder bei Bewegungsmelder aufpassen. Wieder im Vergleich zum letzten Mal. Scheiße, der Blutsauger hat sich einen von uns gekrallt. Komm raus, bevor die Sonne aufgeht. Los, greift euch den Mistkerl. Wo bist du? Okay, der wird jetzt gleich runterkommen. Doch nicht. Das wäre natürlich jetzt perfekt, wenn wir den da... Weck dich! Nicht so viele Erfahrungspunkte, aber trotzdem sehr gut gelöst. Los, komm hier rein. Wo bist du? Schleichen, schleichen, schleichen. Das habe ich so ein Bewegungsmelder da. Ich hole ihn da raus, gebt mir Deckung! Er war die weiteren Wichtigkeit des Allseins geworden. Ich hab ihn! Scheiße! Weiter. So konnte ein Pfeil mühelos eine Kettenrüstung durchschlagen und unter günstigen Bedingungen sogar die Plattenpanzer, die zur Abwehr entwickelt worden waren. Dann dich. Ja, so viele Möglichkeiten bleiben nicht mehr. Spannend, spannend. Jetzt sind die alle da hinten. Da hinten. Die bilden Grüppchen, oder? Oder kommt das nur mir so vor? Den anderen per Schottengriff nehmen. Aber zum Glück kommt sonst niemand. Achtung, das könnte ein Hinterhalt werden. Bleibt hier! Es ist kein Hinterhalt, du lebst doch nur, weil ich es noch zulasse. Wir erhalten hier die Stellung. Achtung, das könnte ein Hinterhalt werden. Bleibt hier! Okay, so gut haben wir es gar nicht gehört. Wir erhalten hier die Stellung. Ich hol mir die Fledermaus! Greife den Vampir an! Ja, logisch kommt er jetzt. Schon lang vorher A drücken, bevor es überhaupt triggert, weil sonst dann dauert es zu lang. So, das auch geschafft. Eine Lanze ist eine Stabwaffe, welche für berittene Krieger entwickelt wurde. Sie ist länger, stärker und schwerer als ein Infanteriespeer und zum Werfen oder schnellen Stoßen untauglich. In Turnieren war die Lanzenspitze stumpf, um den gegnerischen Reiter aus... Da ist ein Radio. Ohne ihn dabei zu durchbohren. RF Radio. Ich frage mich, warum das Radio angeht.
Ich befinde mich gerade an den Dämmen im Ostteil der Stadt. Der Angriff auf das Museum war merkwürdig. Diese Einbrecher wirkten zu militärisch und zu professionell. Außerdem machten sie keine Anstalten, etwas zu stehlen. Ich befürchtete, dass sie das gleiche Ziel hatten wie ich. Blooming. Die Steuerung ist leider sehr ungenau, deswegen kann man nicht so hin und her switchen, wie man gerne möchte. Gut, das machen wir jetzt noch. Machen wir etwas Überlänge. Aber... Oder? Doch nicht. Die Kopfschmerzen waren plötzlich wieder da. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Alles drehte sich. Einen ungünstigeren Zeitpunkt hätte es kaum geben können. Ich musste mich zurückziehen und mir eine ruhige Stelle suchen, wo ich mich ausruhen konnte. Ruhig, Eric. Es ist alles gut. Ich trau dem Engel nicht. Die Stimme des Engels verschwand so schnell aus meinem Kopf, wie sie gekommen war. Aber die Schmerzen waren ebenfalls verschwunden. Ich musste mich beeilen und Blooming finden. Die Kopfschmerzen durften mich nicht noch einmal erwischen. Ja, Migräne ist schon was Schlimmes. Aber okay, ich denke, das wird dann im nächsten Part passieren. Also dann, bis bald.